Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und es ist Silvester. Woo! Sprechen habe ich auch schon wieder verlernt, aber naja, Vorproduktion ist halt ein bisschen weird. Damit komme ich noch nicht ganz klar, aber ich kann auch eigentlich nie reden. Also ich kann es nicht mal darauf schieben. Aber wir haben Silvester und das ist sehr, sehr cool, weil dann können wir ja bald wieder hier angeln gehen. Nice. Und ich habe die Nacht übrigens durchgespielt, weil da haben alle geschlafen. Das war ein bisschen sehr langweilig. Und das heißt, wir können jetzt die Kiddos altern. Und das machen wir auch direkt. Dann können wir auch direkt in den Creative Sim gehen. Und die anderen Kiddos können sich dann um ihre Fähigkeiten kümmern, damit sie dann in der Schule besser werden. Und ja, wir kriegen vielleicht diese Folge auch noch ein Kind. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Ein unabhängiges Kind, das ist nice. Dann kacken die sich nicht immer in die Windel, weil ich habe mal keinen Bock, mich darum zu kümmern. Oh mein Gott. Was sind ihre Augen? Oh mein Gott. No. Aber das heißt, glaube ich, dass sie Magierin ist. Und das ist sehr, sehr gut, aber... Oh mein Gott, sieht das gruselig aus. Und du bist heikel. Okay, dann mal ab geht's, ne? Ich lasse dich erstmal brabbeln und du kannst dir, du kannst ein bisschen im, Coolbad spielen. Was könnte denn Melodies Vorsatz sein? Ich denke, eine Fähigkeit verbessern ist noch das, was so am ehesten dazu passen würde zu uns, oder? Nice. Sie hat Level 4 erreicht, er auch, das heißt, die beiden sind bereit, sie macht jetzt noch ihre Zusatzaufgaben. Er kann leider noch keine machen, weil er noch Dreier-Schüler ist, aber wir sind auf einem guten Weg. Wir können ja jetzt einmal das gelehrte Fähigkeiten-Merkmal-Dingsi geben, weil, ja, die meisten Fähigkeiten, die uns jetzt viel in dieser Challenge bringen, haben wir schon. Und ja, die anderen Fähigkeiten, die wir jetzt maximieren wollen, weil wir Bock drauf haben, die, die sind ja nicht wichtig für die Challenge, aber ich habe einfach Bock drauf. Und weil wir so viel maximieren wollen, wie es halt nur geht, ist es, denke ich, ganz gut, wenn wir jetzt da auch ein bisschen zügig dran gehen. Also ich meine, wir sind erst bei der Hälfte ungefähr, ein bisschen weiter, aber trotzdem kann man sich ja schon mal dran setzen. Und ich habe richtig Bock, dass es sie nicht juckt, wenn es gerade draußen gewittert oder so. Wieso setzt ihr euch alle in das Kleinkinderzimmer, um zu essen und zu quatschen, während die Kleinkinder schlafen? Why? Ich kann nicht oft genug sagen, dass ich es lieb, dass das hier geht. Sieh so, ich denke an meinen ersten Kuss. Der liegt schon eine Weile zurück, Girl. Ich denke, daran kann man sich gerne erinnern. Ich habe schon wieder vergessen, wer überhaupt der erste Vater war. To be honest. Aber eigentlich ist es ja auch egal, oder? Als ob der Fernseher jetzt noch kaputt gegangen ist. Bruder, ich wollte das noch gucken. Hier mit dem... Wie heißt denn das? Hier Countdown zum bisschen in der Nacht hier. Oh mein Gott, schafft sie das noch rechtzeitig? Ich möchte bitte... Nein, 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 nein. Ihr bleibt unten, Kinder. Ihr bleibt beide unten. Ich möchte, dass ihr dieses Ding noch fertig kriegt. Ich glaube, das wird nichts mehr. Was ein trauriges Leben. Wieso sind die kleinen Kinder jetzt wach? Ich glaube, es ist vorbei. Ich glaube, jetzt kann man nur noch Silvester-TV angucken. Oh, nein, es zählt noch. Es zählt noch. Bei ihr zumindest. Bei ihm nicht. Och, Mono. Sie hat sogar schon diesen Glimmerstein. Damit sie zu dieser anderen Welt kommt. Interesting. Irgendwie fehlt schon wieder ein Tablet und ich bin verwirrt darüber. Weil sie hat eins in der Hand und da liegt eins, aber irgendwie ist eins weg. Also wir hatten ja drei.
Also ich meine nicht, dass wir nicht genug Geld hätten, so, um Neues zu kaufen. Aber trotzdem nervt es mich. Frühling! Woo! Oh, sie kann schon angeln gehen. Yes! Do it, girl! Es ist einfach so unfassbar lange her, dass wir angeln waren, ne? Oh mein Gott. Das war unsere allererste Tätigkeit, um Geld zu verdienen. Alles war anders, ey. Ich meine, es ist jetzt auch schon 15 Monate her oder so, dass wir das hier begonnen haben. Oh Mann, das ist so heftig einfach. Vor allem, was macht er hier? Das komplette Jahr war halt anders. Ich sah anders aus. Melody sah auch komplett anders aus. Oh, das ist so krass einfach. Ich lieb's. Was macht er denn hier? Ich glaube, der will was von mir. Komm, ich gehe zu ihm. Ich höre jetzt mit dem Angeln auf. Und, das könnte unser nächstes Opfer werden. Oh mein Gott. Weil ich meine, wenn man frühzeitig schon neue Opfer hier hat, ist ja schon gut, ne? Also ich meine, wenn die Kinder da sind, können wir nicht direkt neu machen, weil wir sind tatsächlich schon ziemlich viele gerade und es zieht auch nicht in näherer Zeit mehr aus. Aber, ja, dauert ja trotzdem nicht so lange. Und dann schon jemanden zu haben, mit dem man hier irgendwas erledigen kann, wäre schon ganz nett. Okay, sie küssen sich schon mal, das ist sehr, sehr gut. Immer diese alten Männer, die uns wollen, ey. Außerdem, selbst wenn ich vergessen sollte, dass ich dann mit ihm schlafen wollte, also nicht ich, sondern sie halt, selbst wenn wir das vergessen sollten, beziehungsweise ich vergessen sollte, wir haben Einflusspunkte bekommen und das lohnt sich schon genug. Sie niest die ganze Zeit, oh mein Gott. Oh, sie hat aber auch eine Grippe. Warte, sie kann ja mal kurz ins Krankenhaus gehen. Oh, Einladung zur Babytati annehmen. Oh, nein, machen wir aber nicht. Wir möchten eigentlich ins Krankenhaus. Wie ging das denn nochmal? Hier, Besuch im Krankenhaus. Let's go. Wir gehen natürlich alleine. Wir engagieren einen Sitter. Oh mein Gott, macht er sich das jetzt selbst in einem unserer Betten? Oh mein Gott, das ist so widerlich. Oh nein. Ich bin angewidert von vorne bis hinten. Oh mein Gott, Oh nö, das ist widerlich. Das ist unfassbar widerlich. Aber es passiert einfach nichts, wenn er da daneben steht. Er so, ja, okay, normal. Oh nein, er erschreckt sich jetzt. Hier kannst du den hier gemein grob vorstellen. Mach ihn fertig. Können Kinder sich mit Erwachsenen irgendwie kloppen? Ich glaube nicht, oder? Hier, Mutter ein Lama nennen. Los geht's. Das ist das Bett der Kinder, Alter. Was machst du hier? Nach wertvollen Besitztümern fragen, Alter. Ich liebe Kleptomanen. Sag ihm jetzt, dass er nach Hause gehen soll, bitte. Warum geht das nicht? Wieso heult sie? Warum? Okay, wir sind back. Dann sagen wir der Eulen erstmal, dass sie gehen kann. Und dann säubern wir unser Waschbecken. Gut, ich würde dann hier den Part beenden, denn es wird nichts mehr passieren. Und ja, dann kann man auch mal sagen, bye bye, Bitches. Die Kiddos werden jetzt gleich alle schlafen gehen und werde ich vielleicht beim nächsten Tag wieder dabei sein. Außer es passiert nachts irgendwas, dann lasse ich euch natürlich teilhaben an dem, was passiert. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!